Wie jeden Abend heißt es heute auch wieder guten Abend. Und die Nacht hebt ihren vollgefressenen Hintern vom Tisch und geht schlafen. Nach der Nacht folgt der Tag und dann wieder die Nacht. Im Theater kann man es anders machen. Hier können Tage auf Tage und Nächte auf Nächte folgen. Aber wir wollen realistisch bleiben, so wie dies eine wahre Geschichte ist über Unterdrückte und Geächtete. Sie werden sich fragen, wie die Freiheit schmeckt. Aber dies ist nicht der Beginn einer neuen Freiheit, sondern etwas Komplizierteres. Der Beginn des Bewusstseins der Unfreiheit. Heute Abend wird es ein Stück geben mit der Aussicht auf einen Anfang und der Hoffnung auf ein Ende. Die Handlung ist Vergebung der Sünden, Mutter der Dummheit. Die Ereignisse gehen unter, hören auf und brechen ab, ohne eine Spur zu hinterlassen. Und die Wirklichkeit schließt sich darüber augenblicklich. Wir sind die Eurobeladen. Schwarz wie Kohle,
Wir befinden uns auf dem Quarterdeck des Schooners No Money No Fun. Captain Tuesday sitzt mit Schreibzeug unter einem provisorischen Baldachin und winkt die Bewerber einen nach dem anderen zu sich heran. Name? Mittwoch, genannt Wednesday. Ich will nicht aufdringlich erscheinen, Sir, aber bin ich richtig in der Annahme, dass Sie Segelmacher sind? Nein, das nicht. Durchtrieben aussehender Mann. Sie sind schwer einzuordnen und es ist nicht leicht, Ihren Beruf zu erraten. Was haben Sie gegen einen Beruf? Gegen einen Beruf? Ich wäre gerne davon verschont, denn es ist von sehr wenig Nutzen. Man kann ihn nicht essen oder trinken oder in den Heifer rauchen. Ein Beruf schützt nicht vor Regen und im Dunkeln ist es eine schwache Gefährtin. Eine schöne Art zu reden. Sind Sie Kesselbinder? Nein, das nicht. Sind Sie Wasserpolizeiinspektor? Nein, ich bin ein Räuber. Ein Räuber mit einem Messer und einem Arm, der so stark ist wie Teil von einer Dampfmaschine. Außerdem bin ich ein finsterer Mörder. Jedes Mal, wenn ich einen Mann beraube, schlage ich ihn tot, denn ich habe keinen Respekt vor dem Leben. Wenn ich genügend Menschen umbringe, bleiben mehr Leben übrig. Und vielleicht kann ich denen leben, bis ich 1000 Jahre alt bin. Also ein Räuber, ein Pirat. Meine Vermutungen haben sich bestätigt. Ihr seid angeheuert als erster Offizier. Meldet euch unter mir. Der nächste. Zwei. Wie sind eure Namen? Ich bin Jim Holiday. Mein Blut ist Zucker, meine Bisse Rum und meine Scheiße Kakao. Das ist mein Freund, Mr. Sutton. Er kommt aus einem fremden Land und ich verstehe seine Sprache nicht. Aber schon seit Jahren können wir gemeinsam Dienst auf Segelschiffen. Wollt ihr gute Geschäfte machen? Yes, of course. Because I love money and I love numbers. All money, all numbers. The romance of the ruble, the nectar of Nasdaq, the eros of euro. Glitter and the glory of the Guinea and the sunburned splendor of Australian dollar. I love money and I love numbers. Ihr seid zwei gute und tüchtige Seeräuber. Ihr seid engagiert. Du als Buchhalter und du, Jim Holiday, wirst Entertainment Chef. Der nächste! Mein Name ist Montag. Und weiter? Meine Feinde nennen mich Zahltag. Warum wollt ihr anheuern? Wir Seeleute müssen, statt uns weiter von den Reichen und Mächtigen ausbeuten zu lassen, herausfinden, wie wir sie ausbeuten können. Wie meint ihr das? Die Macht ist nicht kreativ und die Reichen langweilen sich. Wir müssen für die Bedürfnisse des Reichtums neue Bedürfnisse erfinden. Von Beruf bin ich Berufeerfinder. Ich erfand den Spiegelentkeimer und den Unsichtbarkeitslehrer, den Begräbnisclown und den Leberfleckdoktor. Seid willkommen, Monsieur Montag Zahltag. Einen Berufeerfinder wie euch können wir hier an Bord gut gebrauchen. Ihr werdet der Mann im Mast. Meldet euch am Mast. What is your desire in sailing the seven seas? Don't tell me it's the romantics of a pirate's life. Just so, sir. Not the man am I called. Thirsty, the black, the fabulous, the hawk of the sea, the prince of pirates, whose spirit and legends will be born through the ages for his immortal deeds and whose glorious exploits will be related in truth. So,
You are a thief, a criminal. No, I'm not. I'm ruthless, magnificent, romantic. I am a rebel. Good grief. What shall I do with you? Okay, come aboard. You will be the one that walks at night. Der Nächste. Was suchst du, großer Mann? Ich suche das Abenteuer. Aber sucht das Abenteuer auf dich? Was bietest du mir an? Ich kann kochen. Möchte euer Smoothie sein und euch in der Kombüse eure Mahlzeit zubereiten. Lapskaus mit roter Beete, einem Rollmops, saurer Gurke, rheinischen Sauerbraten in Rosinensauce mit Kartoffelklößen und einer Kompottbirne, ein Surf und Turf aus einem Filet Mignon und einem Maine Lobster mit Curly Fries und Caesar Salad oder ein Eiswein mit Sauerkraut und Kartoffelbraten. Ja, das reicht, das reicht. Du bist angeheuert als Smoothie, melde dich in der Kombüse. And what about you, my old friend? What's your name? My name is Mr. Friday Mayday, sir. For years I have been as a ship boy. The crew put me on my hair after mass. Until by and by I got intellectual ambition. Up there, in the highs, I started reading the newspaper, sir. Wir leben außerhalb der Welt der Mächtigen. Die nichts ist als Lüge und Dummheit. Die Wahrheit besteht nicht aus einem Haufen von Buchstaben. Dein einziger Fehler ist, dass du zu lesen gelernt hast. Weißt du, warum die Mächtigen so viel schreiben? Nein, mein Captain, Sir. Die Mächtigen verwandeln die Bewegungen, die sie nicht zu tun imstande sind, in Buchstaben. Du wirst unser Navigator sein. Melde dich auf den Bugdeck. Bye.
Logbuch des Kapitäns. Position Ankerbruch der Santosa-Insel vor Singapur. Schwere Prügelei an Bord. Der Streit brach über die Frage aus, wie mit dem Geld zu verfahren sei, das wir in der Handkasse eines gestern gekaperten Fischkutters gefunden hatten. Mr. Monday und Mr. Saturday schlugen vor, einen Teil der Beute in B-Aktien der vielversprechenden Emerging Markets Indonesiens anzulegen. Die kleine Börse von Santosa sei heute zwischen 14 und 16 Uhr Ortszeit geöffnet und es entspreche durchaus dem Ehrenkodex der Piraterie, mit Kapitalerträgen zu spekulieren. Einige Mannschaften reagierten hierauf sehr erzürnt. Besonders der Smoothie und Mr. Tuesday Moustache fanden ein, dass die Börse als System eine durchaus ausbeuterische und deshalb wenig piratische Einrichtung sei, da sie selbst nichts produziere, sondern lediglich von der Produktions- und Arbeitsleistung anderer profitiere. Hierauf antwortete Mr. Monday, dass Piraten schließlich auch noch nie etwas produziert hätten, außer erhöhte Transport- und Versicherungskosten. Hierauf fragte Mr. Jim Holiday, was das Piratentum denn noch wert sei, wenn man nicht mehr das eigene Leben daran setzen müsse, um Beute zu machen, sondern nur noch Zahlen von einem Ort zum anderen verschieben würde. Mr. Saturday antwortete, bereits etwas gereizt, der Einsatz des Lebens sei kein Selbstzweck, sondern nur ein Mittel zur Steigerung der Gewinnmarge. Wenn eine solche hohe Marge auch ohne Lebensgefahr zu erreichen sei, und er glaube, dass dies bei den von ihm ins Auge gefassten Wertpapieren durchaus im Bereich des Möglichen läge, dann umso besser. Es gebe, fügte er bereits laut murrende Beute übertönend hinzu, genügend Beispiele in der Geschichte von Personen, die auch ohne Gefährdung von Leib und Leben zu großem Reichtum gekommen seien. Mr. Thursday Romantic fragte, warum man das Geld nicht einfach in Rum und Weiber investiere, wie man es sonst immer getan habe. Mr. Monday hielt dagegen, dass er ruhig auch eine Ferne zu ihm flecken könne, indem er ihm einen kräftigen Schlag auf den Hinterkopf verpasste. Man müsse das Geld für sich arbeiten lassen. Nicht das Geld arbeite, versetzte Mr. Tuesday, sondern in Wahrheit seien es Galeerensträflinge, die dieses Geld erwirtschafteten, denn was einer verdiene, müsse immer einem anderen weggenommen werden, so sei das nun einmal. Er beschimpfte Mr. Monday und Mr. Saturday als ehrlose Diebe, was diesen mit der Feststellung beantworteten, er sei ihm ein dummer Dieb. Mr. Friday Mayday fand sich von dem Schrei angezogen auf Deck ein, hielt sich aber nach seiner Meinung gefragt bedeckt, indem er empfahl, jeder solle noch nach seiner Fassung glücklich werden, was bei beiden Parteien solchen Zorn hervorrief, dass man ihn wieder einmal mit den Haaren packte und so hart mit der Stirn auf die Reling stieß, dass seine Augen aus den Höhlen fielen wie bei einer Puppe und an den Sehnerven herumbaumelten. Ich erspare mir die detaillierte Schilderung der anschließenden Körperlichkeit. Insgesamt eine eher harmlose Kabelei verglichen mit anderen Situationen auf unserer Reise. Dennoch müssen wir so schnell wie möglich eine unbewohnte Insel anlaufen, um die Wunden zu versorgen und einige Amputationen durchzuführen. Ende des Eintrags.
wir an der wilden afrikanischen Küste, um die, wie gesagt, die Wunden zu versorgen. Und an der Küste lernten wir ein kleines Volk kennen, das Bartombo heißt. Und bei den Bartombo-Menschen ist es eigenartig. Wir haben das gemerkt, als die Familien zusammenkamen, um uns zu sehen, die weißen Leute. Und da waren die ganze Familie. Und auf einmal merkten wir, dass kein Kind seinen Eltern ähnlich aussah. Es waren Kinder von 5, 6 und 7 Jahre alt und ihre Eltern sahen ganz anders aus. Und wir sagten, wieso? Wie macht ihr das? Und dann haben sie uns erzählt, dass sie ihre Kinder weggeben, dass sie ihre Kinder nicht für sich halten. Und nämlich bringt eine Bartombo-Frau ein Kind zur Welt, stillt es, bis es 3 Jahre alt wird. Und dann kommt zum Beispiel aus dem Nachbardorf eine andere Frau und fragt, kann ich das Kind haben? Und sie sagt, ja. Und so bringt die andere Frau ihr Kind weg. Und genau so kriegen alle Frauen ihre Kinder von anderen Müttern. Warum? Fragten wir erstaunt. Eine einfache Erklärung gab es nicht, dafür aber mehrere. Und zum Beispiel gehörten vor Jahrhunderten Versklavung, Razzien und Fäden zum Alltag des Bartombo-Volkes. Und Kinder galten als kostbar. Sie gegenseitig anzunehmen, diente dem Frieden zwischen den Dörfern. Und so sind die Bartombo derselben Logik gefolgt, wie die Adligen im 12. Jahrhundert in Europa die Mädchen und Jungen zwischen ihren Haushalten austauschten. Und außerdem glaubt dieses Volk, dass leibliche Eltern die Kinder verwöhnen und sie damit nicht auf das schwierige Leben vorbereiten. Und wenn jemand stirbt oder krank wird, dann bleiben die Kinder nie Waisenkinder, weil irgendjemand die immer zu sich nimmt. So betrachtet lässt sich die soziale Elternschaft auch als Kulturleistung deuten. Und wir gegenüber hatten das Gefühl, dass wir viel zu wenig Kultur geleistet haben und kehrten zurück auf das Schiff, um uns sein Grundgesetz zu geben. Das Quarterdeck der Normandie und Fanny. Frau Kapitän Wednesday liest den Piratenkodex vor. Erstens. Jeder Mann hat eine Stimme in allen Entscheidungen. Jeder Mann hat gleiche Macht an, wenn er zwischen Formian und Staat gemeint kann. Es sei denn, ein